Wie denkt Deutschland eigentlich über das Reisen? Eine Forsa-Studie gibt auf der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbandes Einblick in die Frage. Wie viel Vertrauen auch gerade nach der Thomas-Cook-Insolvenz in die Pauschalreise gesetzt wird, interessiert die Branche natürlich. Ja, wir haben gesehen, dass die Reisebranche von den Bundesbürgern doch sehr positiv bewertet wird. Liegt in dem Branchenvergleich auch mit vielen anderen Branchen an zweiter Stelle hinter dem Handwerk. Und offensichtlich ist trotz der Thomas-Cook-Krise doch das Vertrauen in die Reiseunternehmen insgesamt relativ hoch. Das Vertrauen in die Reisebranche ist da. Somit sollte auch die Bereitschaft zur Beratung im Reisebüro ansteigen. Was wir sehen in der Umfrage ist, dass auch das Vertrauen in eine organisierte Reise, auch in Reisebüros, doch sehr hoch ist. Viele Reisende schätzen doch diese Beratung, auch die Sicherheit, die sie durch eine persönliche Beratung im Reisebüro haben, auch die möglichen Mehrleistungen gegenüber einer Online-Buchung. Das könnte eventuell auch in der Zukunft vielleicht noch sich weiter verstärken, je nachdem, wie sich die Großwetterlage im Reisemarkt entwickelt.